Ich bin der Stefan Huber, ich bin der Regisseur vom Musical Olektomir. Und als Regisseur ist man so, kann man sagen, so ein bisschen die gesamtkünstlerische Verantwortung. Und ich habe natürlich ein Team um mich herum. Und mit dem Team zusammen werde ich ein Konzept für das Musical erarbeiten und dann natürlich Proben leiten. Zusammen mit dem musikalischen Leiter Kai Titie und mit dem Choreograf Danny Costello. Und ja, ich freue mich riesig auf das Projekt. Ja, die ist sehr besonders. Ich darf sagen, dass mein Vater Pianist war vom Trio Eugster. Und ich schon in Jugendjahren, ich glaube mit 4 oder 5, schon im Wohnzimmer gesessen bin bei uns und das Eugsters haben bei uns geprobt. Und ich bin als kleiner Bub dort gesessen auf dem Sofa und habe gestaunt. Trotzdem haben sie noch ein bisschen im Stil von Comedian Harmonists gesungen und auch mit Choreografien. Und man darf fast sagen, dass trotzdem für mich wahrscheinlich auch der Wunsch entstanden ist, zum Theater zu gehen und Musik zu machen. Und wir haben dann jahrzehntelang Kontakt mit dem Trio Eugster gehabt und die sind eigentlich auch Freunde gewesen von unserer Familie. Und von dem her ist es natürlich eine ideale Verbindung für mich jetzt und dürfen, das Stück zu machen. Ja, das ist jetzt schon mal im Stück vorhanden, dass es eine Art Compilation-Show ist, wie man so sagt. Das heisst also, sehr viele bekannte Hits vom Trio Eugster, die auch teilweise umgetextet worden sind und auf die Handlung umgeschrieben worden sind. Und dass man einerseits die Songs vom Trio Eugster zelebriert, wenn man so will, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz wichtig, dass man eine Geschichte erzählt, die in dieser Zeit stattfindet. Ich habe in den Auditions gemerkt, dass sehr viele junge Leute, die sich gemeldet haben, gesagt haben, sie kennen das Trio Eugster, weil ihre Eltern die Musik gehört haben. Und da gibt es also richtig Generationen über verbindende Situationen und das würde ich gerne auch im Stück ein bisschen umsetzen. Komm her, ich suche, es ist ja gar kein Bowling, bald am 1, nicht am 2, nicht am 3, nicht am 4, nicht am 5.